Hallo meine Freunde, Zauch hier mit einem kleinen Infovideo und damit das Ganze mal nicht so leer ist im Hintergrund, beziehungsweise im Hintergrund und ich keinen Bock habe, eine Webcam-Aufnahme zu machen, gibt es einfach mal ein paar Random-Kämpfe, die ich aufgenommen habe in den letzten 2 Wochen, glaube ich, irgendwie mal zwischendurch. Habe ich ein paar Random-Pokémon-Kämpfe aufgenommen und das nutze ich jetzt einfach mal als kleines Infovideo. Zum einen, die Abonnenten können demnächst anfangen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich jetzt mal kurz. Sonst würde ich ja kein Infovideo dazu machen. Ihr schickt mir eine E-Mail mit eurem Freundescode und eurem eurem YouTube-Namen. Das mache ich deshalb so, weil ich da später noch andere Sachen eventuell so machen möchte und ich dann ein bisschen mehr den Überblick behalte, als wenn mir hier jemand 1000 Kommentare schreibt. Das möchte ich nämlich nicht, weil ich möchte da einfach nur reicht. Ich schicke euch dann auch eine E-Mail zurück. Mit meinem Freundescode, weil den gebe ich nicht so komplett offen im Internet raus. Das möchte ich einfach nicht. Das ist meine Sache. Das kann jeder machen, wie er will. Ich möchte das nicht. Deshalb kriegt ihr eine E-Mail von mir. Mit meinem Freundescode, einem Skype-Account. Und, also mit einem Skype-Account-Namen. Und einer ungefähren Zeit, wann ich aufnehmen werde. Wenn ihr dann ungefähr dann da seid, dann kann ich mir nämlich, wäre das schön, wenn ihr dann online seid in Skype. So, wie das Ganze einigermaßen funktioniert, so soll es funktionieren, dass ihr dann online seid, wenn ich online bin und dann kann man da ein bisschen mit chatten, also mit nicht Sprachchat, nicht telefoniere, sondern Textchat. Und hier ist gerade mein Relax so, dass Xernia ist ein bisschen am kaputt machen. okay. So. Die E-Mail-Adresse, an die ihr das Ganze schickt, ist pokezarok@hotmail.de. Ich schreibe die auch nochmal in die Beschreibung. Yay. Reicht das eigentlich? Hat das gereicht damals? Ich weiß es nicht mehr. Oh fuck, es lebt noch. Relaxo is dead. Okay. Des Weiteren. Ich hatte ja angekündigt, den einen. Okay, Erholung war just for the Trolls. Falls da die Attacke daneben geht, okay. Den YouTuber, gegen den ich noch kämpfen wollte, hatte ich ja angekündigt, dass gegen noch ein LPR kommt. Eigentlich vorher ein Match. Bloß der meldet sich nicht. Da könnt ihr im Zero mal auf die Nerven gehen von mir aus, falls ihr da ein Match sehen wollt. Ich gegen Zero. Der meldet sich nämlich nicht. Ich habe ihn schon über mehrere Sachen angeschrieben und er meldet sich nicht. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Technik rumspackt mal wieder oder. Keine Ahnung. Egal. Des Weiteren. Man merkt vielleicht, dass im Moment ein bisschen auf meinem Kanal so ein bisschen, ganz klein bisschen dumm zugeht, sag ich mal, weil ich ja im Moment ein bisschen Chaos habe. Ich habe im Moment 3 Projekte am Laufen, Bravely Default, Kid Icarus und Zelda. Die sind ein bisschen blöd aufzunehmen aktuell, weil ich aktuell wenig Zeit habe. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich frei, hoffe ich. Und hoffe, dass ich dann mal wieder einen richtigen Vorrat aufnehmen kann, dass ich diese 3 Projekte dann wirklich konstant jeden Tag davon eine Folge jeweils raushauen kann. Ich kann nichts versprechen, aber wir schauen mal. Coolen Eisstrahl-Duell. Cause why not? Was mache ich da eigentlich? Warum habe ich nicht sofort Dingens gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das ist noch mein altes Quakyuzu ohne Spezialfähigkeit. Also ohne Hidden Ability. Egal. So, was wollte ich noch sagen? Wo war ich eigentlich gerade? Bei den Projekten war ich, dass ich da jeden Tag 3 Projekte raushauen will, blablablub. Ich hätte mir Notizen machen sollen. Egal. Des Weiteren, ich wollte noch irgendwas sagen. Oder war es das schon? Ich weiß es nicht. Wollte ich noch was sagen? Ich wollte bestimmt noch irgendwas sagen. Egal. Des Weiteren vielleicht noch, dass demnächst noch des nächsten Jahres, so im Januar, wird ein Let's Replay kommen. Was ich sehr, sehr cool finde, weil da ist dem letztens was erschienen. Das möchte ich, also ist kein Remake oder sowas, ist ein Spiel, was ich so schon gespielt habe. Und das möchte ich replayen. Wer genau wissen will, was es ist, das ist eins der, oder das erste ernstzunehmende RPG, wo ich Pokémon jetzt nicht unbedingt als ernstzunehmendes RPG empfinde, was ich gespielt habe auf meinem Kanal, was ich RP'd habe, das replaye ich.
Ich finde es cool, dass ich es replaye und ich möchte es etwas anders replayen, als ich es vorher gespielt habe. Jetzt kenne ich es ja. Vorher war es blind. Yays. Irgendwie machen die sich nicht gegenseitig kaputt. Yays. War sonst noch irgendwas? Der Kampf geht verdammt lange. What the fuck? Der geht fast 6 Minuten lang. Warum ist der so lang? Ich sehe gerade, alle anderen Kämpfe. Ich habe so mehrere Kämpfe in die Timeline hintereinander geschmissen. Alle anderen Kämpfe sind teilweise nur halb so lang wie dieser hier. Geil, ich habe mit dem längsten angefangen. Das ist gut, wenn man viel zeigen will. Ich wollte eigentlich 2 Kämpfe mindestens zeigen. Damit halt ein bisschen Content auch da ist, damit ihr was zum Gucken habt und ich vielleicht auch was dazu erkläre. Da kommt... Drakaufeu. Okay. Ist in Ordnung. Ich glaube, aus Frankreich kam der gute Gegner hier. Und sein Klurak hat natürlich null Chance gegen Quakyutsu. Und ja, ich spiele Quakyutsu mit Siedewasser. Falls es wen interessiert. Yay. Ich weiß gar nicht, was hatte ich noch. Hat man gerade eben mir sowieso gesehen, was ich noch dabei hatte. Da kommt direkt der nächste Kampf reingeflogen. Ich habe die direkt hintereinander gelegt. Yays. Und ja, ich kann noch ein bisschen was erzählen. So, Infos sind jetzt weg. Also kann ich nochmal zusammenfassen. E-Mail schreibt er mir an Zarok, nicht, ach Gott, pokezarok@hotmail.de. Da kommt die E-Mail hin mit Freundescode, YouTube-Namen und ihr kriegt dann von mir, oder ihr könnt mir auch euren Skype-Namen mit dazu schreiben, soll mir egal sein. Wenn ihr mal euren Skype-Namen mit dazu schreibt, dann adde ich euch, das wäre vielleicht besser. Oder ihr, oder wenn ihr nicht dazu schreibt, dann kriegt ihr meinen einfach, dann addet ihr mich, das soll mir alle sein. Und ja, ich hatte vergessen, Spezialverteidigung durch Sandsturm erhöht. Dadurch ist Siedewasser am Arsch und mein Quakyutsu auch. Und jetzt bin ich sowieso am Arsch, weil das Ding ist sauschnell jetzt. Ich glaube, diesen Kampf habe ich sogar verloren. Ich weiß es nicht. Was ist das für Musik? Ich weiß es gerade nicht, aber sie ist gut. Aber sie ist aus dem Spiel. Da schreibt mir eine E-Mail hin. Und außer Rallen-EP, da braucht das nicht. Der hat mein Skype-Account schon rausgekriegt. Das nehme ich auch jetzt nachher noch an. Dann weiß er Bescheid. Yays. Was war noch? Das mit der E-Mail habe ich gesagt. Ihr könnt dem Zero ein bisschen auf den Sack gehen, dass er sich mal melden soll, weil ich möchte unbedingt gegen ihn kämpfen. Da habe ich nämlich Spaß dran. Nein, weil ich jetzt auch ein ziemlich gutes DV-EV-Team zusammengestellt habe inzwischen. Das heißt Team, ich habe, glaube ich, jetzt 5 oder 6 auf EV-DV trainiert. Und noch was. Nö, sonst war eigentlich nichts mehr so Großartiges. Und ja, ich kann auch was erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich habe mit meinem Schwesterchen, das war nämlich hier, hat mich besucht. Wie gesagt, gestern Abend schon. Gestern Abend sind wir zusammen ins Kino in The Hobbit. Epischer Film. Epischer Film ist episch. Da habe ich keine Ahnung, was ich machen soll, weil Quakyutsu sowieso drauf geht durch den scheiß Sandsturm. Und machen wir halt noch ein bisschen Schaden. Okay, das war ein One-Hit. Ist in Ordnung. So, wir waren gestern im Kino, da Hobbit geguckt, heute haben wir gebacken, Kekse, weil so Weihnachten und so, haben wir lecker Spritzje weg. ansonsten, mein Quakyutsu ist schneller, haha, das macht gut Schaden, Strauchler, und er hat Wandlungskunst, was meins nicht hat, auf jeden Fall das nicht. Sagen wir es mal so. War sonst noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, hat mich das Quakyutsu danach noch auseinandergenommen? Das kann wirklich sein. Ja. Da war ich am überlegen, was jetzt tun. Relaxo ist sehr, sehr stark. Vor allem in der Spezialdefensive ist man Relaxo ziemlich gut. Und ja. Da habe ich gehofft, dass er eine Wasserattacke einsetzt. Einfach mal Stromstoß eingesetzt. Schauen wir mal. Aber da hatte ich... Eisstrahl setze ein. Da wäre Erdbeben sogar sehr effektiv gewesen. Eisstrahl. Nur man siehe und staune, das macht beim Relaxo einfach mal nichts aus. Nach Motto, war da was? Mein kleines Relaxo, mein kleiner Homer. Aber ich würde mal sagen, dass der Kampf geht, neigt sich jetzt langsam am Ende zu. Also ich glaube nicht, dass er noch gewinnt. Und ja, wir klammern mich schon mal scharf stehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem der nächsten LPs.
Wie gesagt, dass nächstes Jahr ein Replay kommt, ist noch schon klar, dass ich da versuche zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen aufzuräumen und dass dann halt alles schön und gut wird. Hoffen wir mal, dass ich dann wieder etwas auf die Reihe kriege, weil ich hatte in letzter Zeit sehr wenig Zeit. Okay, ich bin Zauber, okay, sehen uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute.